Ich zeige euch, was wir im Kosovo unbedingt gemacht haben müssen. Wir waren in Prizren und sind hier auf den Berg gefahren. Meine Schwägerin hat übrigens den Adler auf dem Auto. Die Fahrt hat ca. 45 Minuten von Prizren gedauert. Der Ort heißt Prevala. Es war einfach so schön dort. Man ist auf einem Berg, also wenn du Höhenangst hast, ist es vielleicht nichts für dich. Wir wollten zusammen ein Quad fahren, also habe ich ein Quad mit Argent geteilt. Hier hört ihr meine Albanisch Skills. Auf der rechten Seite waren Leute noch am Picknicken. Und hier habe ich voll einen auf Kameramann getan. Ich wollte, dass es richtig cool aussieht. Boah, guck mal, wie glücklich ich einfach bin. Ich hatte einfach den Spaß meines Lebens. Hier kam ich richtig in Stimmung und wollte, dass er schneller fährt. Spät! Hier wollten wir durchfahren, haben aber dann festgestellt, dass irgendwas mit unserem Quad nicht stimmt. Fahren wir jetzt durch das Wasser? Hey, hey, hey. Was ist los? Du kannst uns sehen. Uns wurde ein neuer Quad gebracht. In der Zwischenzeit konnten wir dann die Umgebung erkunden. Jendi misst dir gerade die Wassertemperatur. Dann ging es auch schon weiter und hier sind wir oben angekommen. Es sah einfach super schön aus. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dort bei Harry Potter. Wir waren dort einfach die einzigen Menschen vor Ort. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Schick das an die Person, mit der du dahin möchtest.